und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute soll es für euch den dritten versprochenen DM-Haul-Teil geben, der unter anderem auch jetzt noch ein paar Teile beigefügt bekommen hat, die ich mir selber gekauft habe. Und es wird auch eine ganz, ganz tolle Verlosung für euch geben von einem meiner Meinung nach tollen Produkt, denn ich freue mich sehr, mit der Firma neuerdings zusammenarbeiten zu können. Mein erstes Mal auch, dass ich die Produkte teste, da werde ich euch aber näher in dem Video was zu erzählen, da könnt ihr gespannt drauf sein. Und jetzt würde ich sagen, legen wir direkt einmal los. Wie gesagt, die Produkte habe ich auf den letzten Events unter anderem zum größten Teil bekommen, das heißt, es sind PR-Sample, das heißt, ich muss hier auch natürlich oben wieder hinschreiben, es ist eine Dauerwerbesendung, es enthält auch bezahlte Werbung unter anderem, da möchte ich offen und ehrlich immer mit euch sein und transparent sein und aber halt eben auch gekaufte Produkte, die ich von meinem Geld bezahlt habe. Also so viel vorab und jetzt greife ich einfach mal bunt ja, in meinen Korb hier. Da haben wir zum einen von DM Bio Jackfruit Natur. Das ist ganz neu in unser Sortiment gewandert. Warum unser? Weil ich ja bei DM arbeite. Vielleicht für alle, die das noch nicht wissen. Und ich muss sagen, ich hatte das schon in der Hand und ich fand es sehr interessant. Es ist nicht ganz so günstig, meine ich. Aber es ist wohl aktuell voll im Trend und ich werde das auch tatsächlich mal als Burger-Variante ausprobieren. Soll wohl wie Pulled Pork sein. Ist glutenfrei, ballaststoffreich. Und vegan, das interessiert ja auch immer sehr viele. Von daher bin ich da durchaus gespannt. Dann machen wir weiter mit einem Riegel, den ich dort auf dem Event vor Ort auch tatsächlich getestet habe und positiv überrascht war. Es handelt sich um den Superfood-Riegel Spirulina Zitrone. Und der ist jetzt auch neu eingezogen ins Sortiment und der schmeckt überhaupt nicht so, wie er meiner Meinung nach aussieht. Aber er schmeckt richtig gut, kann ich euch sagen. Also probiert den auf jeden Fall mal aus. Ich denke, ich werde den in meine Handtasche werfen. Für zwischendurch finde ich sowas immer mal super für den kleinen Hunger. Aber wenn ich den gerade so angucke, muss ich mich zusammenreißen. Wahrscheinlich werde ich den gleich nach dem Video hier schon verdrücken. Ja, dann kommen wir zu meiner ganz, ganz großen Liebe und ich weiß nicht, wer es noch nicht mitbekommen hat, aber ich bin total verrückt nach diesem Cashew Macchiato von DM Bio. Auch vegan, mit Röstkaffee und aus 100% Arabica-Bohnen. Ich liebe, liebe, liebe dieses Zeug. Ich weiß nicht, wie viele Paletten ich davon schon weggetrunken habe jetzt die letzten Wochen, Monate, seitdem es das eigentlich gibt. Eisgekühlt aus dem Kühlschrank, so lecker. Wirklich, ich habe damit auch schon einige angefixt. Ich bekomme ganz viele liebe Nachrichten von euch auf Instagram, dass ihr euch den auch mal gekauft habt zum Probieren und auch begeistert seid. Also von daher, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen was. Und ich muss sagen, dass ich tatsächlich keine Kaffeetrinkerin bin im Allgemeinen. Mir schmeckt Kaffee nicht, aber das schmeckt mir. Also vielleicht für alle, die auch wie ich keinen normalen Kaffee mögen. Ja, was gab es dann noch an Neuheiten von DM Bio? Sonnengetrocknete Tomaten, auch alles vegan. Einmal die und Pesto Rosso mit sonnengetrockneten Tomaten, auch vegan und das sieht so aus. Also diese beiden Produkte, da bin ich auch mal gespannt. Ich bin absolut tomatenverrückt, auch da die letzten Monate. Ich mache mir das, ich baller mir Tomaten überall rein. In Nudelauflauf, aus Brot, aus Brötchen, einfach so, Tomate Mozzarella, Tomatensoße mit Nudeln, irgendwie Tomatenauflauf, alles. Ich weiß nicht warum, das ist bei mir die letzten Monate so gekommen. Wahnsinn, also ich liebe Tomaten in jeglicher Variation und Gewürzen, super, voll mein Ding. So, was haben wir? Von DM Bio die Fusilli rote Linsen vegan und das Besondere an denen ist ja tatsächlich, dass sie proteinreich und Kohlenhydrat reduziert sind. Ich habe mir die selber schon mal gekauft, war nicht angetan, muss ich ganz ehrlich sagen, aber vielleicht lag das auch einfach daran, was ich dazu gemacht habe. Ich werde das vielleicht nochmal in Auflaufform probieren und dann noch mit ein paar anderen, ja, Tomate, Mozzarella, mit ein paar anderen, Rezepten wollte ich gerade sagen, ein paar anderen Zutaten meine ich natürlich und dann schmeckt das wahrscheinlich auch ein bisschen besser, als wenn man da irgendwie so schlicht trocken und so zu isst. Also fand ich jetzt nicht so toll. Genau, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Kooperation, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Also großes Dank an Ben und Anna an dieser Stelle. Denn ich weiß nicht, ob das einige von euch schon mitbekommen haben. Ich habe auf Instagram tatsächlich davon schon einiges mitbekommen und es war durchweg positiv. Es handelt sich um die Deos von Ben und Anna. Ich habe jetzt 5 Sorten zugeschickt bekommen. Einmal so, wovon ich 2 Sorten auch gerne an jeweils einen oder eine
von euch verlosen möchte. Einmal werdet ihr am Ende dieses Videos eins gewinnen können. Zu den Sorten alles komme ich gleich noch. Und einmal auf Instagram. Das heißt, falls ihr vielleicht mir auf Instagram noch nicht folgt, könnt ihr das jetzt tun. Ich setze euch mal meinen Instagram-Account unten in die Infobox und dort könnt ihr dann mal vorbeischauen. Genau, also kurz und knapp vorweg, ich kannte Ben und Anna bislang noch nicht. Wie gesagt, erst seit kurzem. Es ist ein Pärchen, was sich gedacht hat, gut, wir leben vegan, wir möchten was Gutes für die Umwelt tun, beziehungsweise sind sehr, sehr, oder leben sehr, sehr bewusst, was Nahrung und Co. angeht. Und sie haben halt gemerkt, es gibt irgendwie auf dem Markt nicht so wirklich ein Deo, was all die Kriterien erfüllt, die sie gerne hätten. Also das heißt, ihr seht es ja schon, ich fange mal an mit der ersten Sorte, die ich hier habe. Das ist nämlich Lavendel. Auch wie ich finde, eine super schöne Verpackung. Natürlich nicht aus Plastik, sondern aus Papier, 100% ohne Plastik. Und die haben sich halt gedacht, Mensch, es muss doch ein Deo geben, was funktioniert, was gut riecht, aber was eben komplett 100% natürliche Inhaltsstoffe hat, was hier der Fall ist, komplett ohne Chemie ist, ohne Plastik in der Herstellung, was aber trotzdem funktioniert und eben gut duftet. Und ich persönlich mag Naturkosmetik, aber nicht alles an Naturkosmetik. Deswegen war ich sehr gespannt, wie der Geruch sein wird. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Die riechen richtig intensiv, aber richtig toll. Weder der zitrische Duft riecht nach Klostein, noch bin ich von den anderen enttäuscht. Im Gegenteil, ich bin begeistert, benutze jetzt aktuell selber die Sorte Mandarine, also Indian Mandarin, seit einer Woche ungefähr. Man muss dazu sagen, also anfangs war ich etwas perplex, denn es ist wichtig, so sieht es erstmal aus, das Deo kurz mit eurer Hautwärme reagieren zu lassen. Ne? Also das ist halt, sag ich mal, fest und dadurch, dass dann eure Hautwärme damit in Kontakt kommt, könnt ihr es halt verschmieren. Also das war mir am Anfang nicht bewusst, macht natürlich aber Sinn. Genau. Also ich habe aktuell diese Sorte in Verwendung. Es gibt Lavendel, es gibt Pure, also was Neutrales, Frisches. Es gibt Persian Lime, also Limone, und Grapefruit, das Rote hier. Wichtig auch noch dazu zu sagen ist, dass die Deos natürlich sowohl von Männlein als auch von Weiblein verwendet werden können, ganz klar. Und wie sie jetzt wirken, habe ich mich gefragt. Sie wirken mit Soda. Ihr kennt das ja, ich erkläre gerne mal in meinem DM-Holz den Unterschied zwischen Deo und Antitransparent. Und Antitransparent enthält ja Aluminiumsalze. Ich weiß auch von meinen Kunden, dass ganz, ganz viele da heutzutage nicht mehr mit d'accord sind, sage ich mal. Sie wollen einfach keine chemischen Inhaltsstoffe in ihren Produkten haben, weil sie Angst haben vor Krebs und generell einfach ihrem Körper was Gutes tun wollen. Und dementsprechend ist es halt super, denn die sind auf Soda-Basis. Dadurch haben sie diese desodorierende Wirkung und funktionieren. Also ihr wisst es, ich arbeite im DM, im Einzelhandel, und sie funktionieren. Also das, was ich jetzt die letzten Tage mitbekommen habe, ich war nicht nass, ich habe nicht geschwitzt. Also sie haben wirklich das gehalten, was sie sollen, und das hätte ich nicht gedacht. Ganz ehrlich, hätte ich nicht gedacht, weil ich habe viel schon ausprobiert, das wisst ihr auch. Von daher, also ich stehe da wirklich hinter und hätte nicht gedacht, dass die mich wirklich so umhauen. Sie sind natürlich auch dementsprechend tierversuchsfrei, und das Gute, was man noch dazu sagen kann, ist, wenn ihr euch eins davon kauft, ich werde euch den Link der Seite auch mal natürlich in die Infobox setzen. Dort könnt ihr euch die bestellen. Mit dem Code Michelle10 könnt ihr 10% sparen. Das würde sich zum Beispiel auch rentieren, wenn ihr 3 Stück euch bestellt, die ungefähr, man sagt, für ein halbes Jahr lang, weil die halten schon echt, ne? Da braucht man nicht viel von. Dann lohnt sich das, wie gesagt, mit meinem Code. Aber da könnt ihr euch auch nochmal die Story von dem Paar durchlesen. Und ja, was wollte ich denn noch sagen? Mit dem Soda? Mit dem Soda funktionieren sie. Genau. Ja, also ansonsten gibt es da eigentlich dem nicht viel hinzuzufügen. Schaut auf meiner Instagram-Seite vorbei, denn ich komme jetzt zu der Verlosung. Ich möchte gerne an einen von euch in diesem YouTube-Video diese tolle Lavendel-Variation oder Variante verlosen. Und auf meinem Instagram-Account gibt es die Grapefruit-Sorte. Wie gesagt, sie riechen toll. Vegan, ohne Plastik und. Und viele interessiert das heutzutage auch. Sie unterstützen und sind mit Hauptsponsor von One Earth, One Ocean. Und ich weiß, die liebe Luisa Della, die macht ja, vielleicht kennt ihr sie auf Instagram, ganz viel für die Umwelt. Also geht auch Plastik sammeln mit großen Gruppen, was sie alles selbst organisiert und Co. Und ich muss sagen, ich bin die letzten Monate auf den Trichter gekommen und verfolge sowas sehr gerne, auch sie sehr gerne. Und ja, dem Projekt kommt halt viel Geld zugute. Ihr spendet dann immer pro Kauf einen gewissen Betrag auch an dieses
Unternehmen wollte ich gerade sagen, an diese Organisation meine ich natürlich. Und ich finde, das ist einfach klasse, gerade heutzutage ist es ein großes Thema. Und warum denn nicht, wenn man sich selber was Gutes tut für seinen Körper, in dem Sinne auch gleichzeitig was spenden. Ich habe das zum Beispiel auch gemacht, bei DM gibt es ja auch die relativ neue Marke Share, das Wasser und die Riegel, da fand ich das auch toll, man kauft das und tut gleich was Gutes. Also es tut niemandem weh und im Gegenteil, die Sachen sind für uns sogar noch sehr, sehr gut. Ja, jetzt seht ihr mal, ich habe lange darüber geredet, ich wollte gar nicht so viele Worte dazu verlieren, aber ihr merkt, ich bin begeistert und Begeisterung teile ich mit euch. Es ist einfach so, denn ich weiß, dass ihr euch auch immer freut über hilfreiche Tipps und von daher wollte ich das gerne mit in dieses Video einbringen. So, jetzt machen wir weiter mit schönen dekorativen Produkten, denn ihr wisst es, die Love LE von Hatice Schmidt ist ja rausgekommen und das war ja wirklich ein Chaos, wie ich es mitbekommen habe. Ich kann froh sein, dass ich in unserer Filiale noch was ergattern konnte, zum Glück. Weil unsere jetzt nicht irgendwie wie andere in der Hamburger Innenstadt liegen und wo da dann halt immer gleich alles ausverkauft ist. Wir sind ein bisschen ab von Hamburg und da hat man dann immer schon ein bisschen bessere Chancen. Da war ich ganz froh. Ich habe mir natürlich the tea is hot, die Palette geholt, ganz klar. Habe ich auch schon jetzt mehrmals benutzt, wie man das vielleicht sehen kann. Bin natürlich begeistert, denn auch wie Hatti schon in dem Video die Farben erklärt hat, wenn man sich damit beschäftigt hat und weiß, wofür der Topper und so weiter ist, dann kann man die auch geil benutzen, weil ich finde es auch immer so schade, wenn man viele Kommentare liest und die YouTuber so toll irgendwie erklärt haben vorher, wie das Ganze funktionieren soll und die Zuschauer dann sagen, das funktioniert nicht. Erst Video angucken, für was man sich was gedacht hat und dann funktioniert die super. Also Pigmentierung ist wirklich on point, kann man gar nicht meckern, lassen sich toll verblenden. Und ich habe letztens, ich weiß gar nicht, wie die Liebe heißt, ich versuche sie mal rauszusuchen und wenn ich sie noch wiedergefunden habe, setze ich euch mal den Link in die Infobox, denn die hat so ein geiles Make-up geschminkt und da hat auch eine in ihre Kommentarbox geschrieben, die Niki Tutorials irgendwie in Deutschland. Die sieht wirklich ähnlich aus, hat eine mega Ahnung von Make-up, hat ein Hammer-Tutorial geschminkt und zwar mit diesem Türkis und dem Blau. Und das ist auch eine ganz witzige, ganz liebe, habe ich ganz neu entdeckt. Aber ich hoffe, ich finde sie noch in meinem Videoverlauf. Dann setze ich sie euch mal in die Kommentarbox und da könnt ihr dann mal ihr Tutorial vielleicht auch mit der Palette euch anschauen. Ja, ich bin nicht vorbeigekommen, natürlich an den Wimpern, einmal Istanbul und einmal Berlin. Die sehen so aus. Meine Softbox reflektiert so doof. Genau, das sind diese und der Bronzer. Ich benutze ihn tagtäglich momentan, wirklich bronze die Wand an, geilster Dame überhaupt. Und ja, ich muss sagen, ich bin begeistert. Die Farbe ist so, so perfekt. Und was ich finde, das ist einfach Fakt, der lässt sich so krass schnell einfach verblenden wie kein anderer Bronzer, den ich jemals hatte. Und das ist nicht nur der Fall, weil da jetzt Hatice Schmidt draufsteht oder so. Es ist Fakt. Also wirklich, ich bin hellauf begeistert. Ich musste natürlich auch einen Liquid Lipstick mitnehmen, keine Frage. Da habe ich Hatties Shade mitgenommen, weil ihr wisst es, ich bin der absolute Nude-Liebhaber. Und da durfte dann halt dementsprechend die Farbe mit. Ja. Und jetzt kommen wir zu zwei Produkten, die ich auch neu bei uns in der Filiale entdeckt habe. Es gibt von Balea ein Cleansing Balm mit Brown Sugar und Chia zur sanften Reinigung für normale und trockene Haut. Einmal sieht das so aus, auch schöne Verpackung. Und das Sugar Scrub mit braunem Zucker und Chia verfeinert das Hautbild und verleiht eine geschmeidige und strahlende Haut mit natürlichen Peelingkörnern, auch wieder für normale und trockene Haut. Natürlich gleiches Packaging. Wow, also ich muss sagen, das habe ich mir gestern gekauft und habe das gestern Abend ausprobiert mit Make-up auf dem Gesicht. So krass, die Reinigungswirkung ist funktioniert. Ich muss gestehen, ich habe es mir gekauft, obwohl ich nicht damit gerechnet habe, dass die Reinigungswirkung so intensiv ist. Ist sie aber. Mein Make-up habe ich damit problemlos runterbekommen, relativ zügig. 1,95 € kostet das Produkt nur. Meine Haut war dann nicht rot, nicht gereizt, hat nicht gebrannt, also war komplett harmlos, sage ich mal, also verträglich für meine Haut und von daher jetzt schon hellauf bin ich davon begeistert, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja, dann habe ich auf dem Event, jetzt kommen wir zu den PR-Samples, habe ich auf dem Event von Balea die wärmende Fußcreme mitgenommen oder mitbekommen, genau. Die hat wohl jetzt eine neue Rezeptur, sehe ich hier gerade, mit Mikrokapseltechnologie, wärmt und pflegt kalte Füße mit Mandelöl und Shea-Butter.
Habe ich mir tatsächlich schon öfter mal gekauft. Ich bin Frostködel, ich gebe es zu, es ist so. Also für mich ist das, was wir jetzt an Temperaturen draußen haben, schon tiefster Winter. Es braucht gar nicht kälter werden, denn es gibt für mich einfach keinen Wintermantel, wo ich nicht friere. Das ist unglaublich. Von daher brauche ich sowas, definitiv. Auch mein bester Freund in dieser Jahreszeit ist und bleibt die Badewanne. Ich liebe das. Ich glaube, ich habe das von meiner Mama, die badet nämlich genauso gerne. Und da dürfen Badezusätze natürlich nicht fehlen. Ich bin ein ganz großer Freund von der Marke TTZ. Ich liebe die Produkte. Ich habe noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht. Das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Also ich habe noch nie ein Flop-Produkt gehabt, wo ich irgendwie gesagt habe, das kann man in die Tonne treten. Gibt es einfach nicht bei dieser Firma. Genau, einmal das Meersalz Rücken und Schulter war in meinem Goodiebag. Dann habe ich eine Portion Kuscheln mit Mandelöl und Kakaobutter. Ich habe mir auch gestern wieder nachgekauft, aber ich glaube, ich habe das vergessen. Ich weiß nicht, ob in meinem Auto oder in der Filiale. Diese Variante Johannisbeere und Champagner, die riecht so geil. Und dann habe ich hier eine Handvoll Sterneglitzer mit Pflaume, Sandelholz und Zimt. Oh mein Gott, richtig, richtig gut, Sandelholz. Und wisst ihr was, wo ich das gerade lese, jetzt vergesse ich tatsächlich. Bei den Deos gibt es, ich habe ja 5 Sorten euch gezeigt, gibt es noch 2 weitere Sorten, nämlich einmal Vanille, Orchidee und Sandelholz. Oh, ich doof, habe ich vergessen zu erwähnen, aber es gibt insgesamt 7 Sorten nämlich. Genau, also das. Dann habe ich für Herren, also für meinen Männer, auch was mitbekommen. Und zwar die Hydro-Tuchmaske mit Frische Kick, Aloe Vera und Kamillenextrakt für 24 Stunden Feuchtigkeit. Dann freue ich mich enorm auf diese Folientuchmaske. Die ist ja auch relativ neu von Valea. Und die ist mit Duo-Hyaluronsäure, glättet intensiv und ist feuchtigkeitsspendend. Also da freue ich mich drauf. Ich liebe, liebe Tuchmasken, diese Gelmasken. Also ich bin ja Maskenfan durch und durch, aber das ist auch gar nicht so verwerflich, weil es gibt einfach aktuell, habe ich das Gefühl, sind Masken so trendy, so in wie noch nie. Es gibt so viel, also das ist, ich liebe das. Genau, dann von Naturschön gibt es eine Handcreme mit Olive, auch ein richtig, richtig schönes Packaging, wie ich finde. Total hübsch aufgemacht. Dann habe ich mir noch gekauft die Lippenpflege mit exotischem Vanilleduft, Lucky Moments. Und die Verpackung ist auch voll schön mit diesen Art Mandala-Aufdruck. Könnt ihr das sehen? Ja. Dann, witzig, war auch mit in meiner Goodiebag, wollte ich mir erst kaufen. Dann war ich ganz froh, dass ich es noch nicht gemacht habe. Von Alverdi, die Lippenpflege mit Süßholz und Baumwolle. Ja, Lippenpflege auch jetzt in dieser Jahreszeit ein Muss, wie ich finde. Noch ein Anti-Stress-Entspannungsbad mit Hanf und Passionsblume. Beruhigt und regeneriert. Ist auch für mich ganz neu, so diese Art von Aufmachung und so kannte ich auch gar nicht. Ist auch vegan. Und mit ätherischen Ölen aus Orange, Zedernholz. Oh, alles mit Zedernholz und Sandelholz. Ich liebe diesen Geruch. Ganz wirklich. Freue ich mich auch drauf. Was haben wir noch? Das ist eine Cremedusche mit Vanille-Honigduft. Okay, das ist auch was für mich. Und das ist, glaube ich, aus dem Kalender. Ne? Aus dem Balea-Kalender, meine ich. Genau, den es ja auch noch gibt. Haben wir auch noch bei uns in der Filiale, also für alle, die bei mir aus der Umgebung kommen, schaut mal vorbei. Bei uns gibt es noch diverse Adventskalender. Vielleicht fehlt euch ja noch einer oder ein Geschenk. Dann noch von TTZ gab es 2 Duschen. Einmal diese, die gab es letztes Jahr auch schon. Die habe ich letztes Jahr auch aufgebraucht, fand ich auch sehr schön. Mit Mandelmilch und Pflaume, sehr sinnlich, sehr warm, sehr angenehm. Die ist auch vegan. Und diese Created by Michalski-Reihe für Männer mit auch mit Sandelholz, Weihrauch, Kumquat, Whisky und Himalaya-Wasser. Also die riecht richtig toll. Also es gibt verschiedene aus dieser Michalski-Collection, sage ich mal, aber die riecht wirklich, finde ich persönlich, am besten. Und ja, Flo findet den Geruch auch richtig toll. Jetzt freut er sich wahrscheinlich darauf, dass er sie endlich benutzen kann. So, dann haben wir noch die Cremeöl Body Lotion für trockene und beanspruchte Haut mit Mandelöl und Marula-Nussduft, so Zungenbrecher mit 40% Ölanteil. Und auch hier gab es im letzten Jahr auch schon, ist jetzt nur eine neue Aufmachung. Und da schwärmen ja auch viele von. Ich muss sagen, ich habe die noch nicht ausprobiert, aber freue mich jetzt natürlich darauf. Schön nach dem Baden damit einzureiben. Schauen wir mal. Von TTZ noch dabei das Muskelvital Wärmebalsam. Auch gar nicht so schlecht.
nach dem Sport und nach meiner Arbeit so. Ich bin tatsächlich oft verspannt im Nacken, im Rücken. Und es nervt. Aber was will man machen? So, ich habe so viele Badezusätze, sehe ich hier gerade. Einmal noch TTZ Zeit für Sinnlichkeit, Creme Schaumbad, Kakaobutter, Vanille, Macadamia, also total mein Duft. Und Orchideenblüte und Ilang Ilang. Oh, so süß, diese kleine Verpackung. Finde ich auch wieder goldig, ne? Ich liebe sowas. Ja, ein Pröbchen gab es von Harkins and Brumble oder so. Eine Shaving Cream. Ist wohl neu und online exklusiv für Männer. Eine Marke, die auch so halt Produkte hat für die Bartpflege. Müsst ihr sonst euch mal online durchklicken. Falls euer Männer da irgendwie Bedarf hat oder ihr selber das gerade schaut. Ich weiß ja auch, ich habe ja männliche Zuschauer. Da könnt ihr dann mal für euch schauen. Von Beauty Therapie, wie auch die Folienmask, gibt es hier eine Hals- und Dekolleté-Pflege. Auch wieder mit Hyaluronsäure. Richtig coole Probiergröße, wie ich finde. Einmal so. Dann eine Kokos Feuchtigkeitshaarmaske, da freue ich mich auch. Die habe ich nämlich tatsächlich noch nie gekauft und probiert. Das sind ja diese kleinen Sachets hier. Noch eine SOS-Lippenpflege, Alverde. Und dann auch ja, was gerade so in den Drogerien stattfindet an Trend, ist ja tatsächlich festes Shampoo. Also das gibt es jetzt immer mehr. Und da hat Alverde auch eins rausgebracht, beziehungsweise zwei, auch noch eine andere Duftrichtung. Ich habe jetzt aber hier die Kokos-Variante und das ist fest, soll wohl aber trotzdem schäumen. Ich bin froh, ich kann das jetzt auch endlich mal ausprobieren. Jetzt lag das hier die ganze Zeit. Ja. Und es riecht sehr, sehr gut, wirklich. Ja, da bin ich schon mal gespannt drauf. Und oh, habe ich es eingeatmet? Ja, gut, Michelle, gut. Hier gab es noch ein Brötchen von TTZ. Hals, Rachen und Stimme, ja. Eine Lutschtablette kann ich, glaube ich, gerade gebrauchen. Irgendwie kribbelt alles und Hals kratzt. Kommt, glaube ich, gerade von dem Trockenshampoo. Irgendwas habe ich davon eingeatmet. So, und jetzt neigen wir uns dem Ende. Ich habe hier noch einmal von Alverde aus der Schminktheke das Professional Mix Your Glow. Das ist ein... No? Mit Aloe Vera, Sonnenblumenöl. Das kann man halt praktisch mit in seine Foundation mischen oder Tagespflege, schätze ich mal. Ich muss sagen, ich bin da gerade nicht so auf dem... Also ich weiß gerade nicht genau, aber ich schätze für die Foundation, unter die Foundation. Genau. Und dann hat man halt so ein Highlight, so einen frischen Glow im Gesicht. Dann von Adele gab es die Magnetic Lashes. Die, muss ich sagen, werde ich mit in den Verlosungstopf schmeißen, weil ich habe ganz viele tolle Produkte für euch gesammelt für den Dezember, für die Weihnachtszeit. Da wird es auch auf Instagram und auch auf meinem Kanal einiges an Verlosungen geben. Also lohnt es sich so oder so auf Instagram bei mir vorbeizuschauen. Und da habe ich diese hier. Ich muss sagen, ich liebe ja Lashes. Ich trage heute auch von Adele die Wispies. Also, aber ich schneide mir die immer vorne so ein bisschen ab, damit die halt auf mein Auge passen. Und ich komme damit nicht zurecht. Ich schaffe es nicht. Ich habe so viel geübt mit so viel Geduld. Ich hatte verschiedene Varianten. Ich kriege es nicht appliziert. Ich kriege es nicht hin. Also vielleicht hat jemand von euch damit mehr Erfahrung, Glück. Keine Ahnung. Für mich ist es nichts. Deswegen möchte ich die auch gerne verlosen. Und dann, da freue ich mich auch tierisch drauf, die jetzt ausprobieren zu können. Von Shavens hat mich auch ein nettes PR-Sample-Päckchen erreicht. Es gibt nämlich jetzt die neuen... Ja, es sind ja keine, na, mir fehlt gerade das Wort, keine Ampullen, genau, denn sie sind aus Plastik. Und wir haben einmal Porenfein, ein Serum für die Hautklärung und Verfeinerung. Dann ein sofort Hyaluronserum, das ist ja auch wieder voll was für mich. Ich stehe auf alles, was mit Hyaluron ist, also da muss es nur draufstehen und ich latsche da schon hin, das ist total bekloppt. Und einmal ein Beauty-Serum für Spannkraft und die Hautglättung, Lift aktiv. Ja, da freue ich mich wirklich unheimlich drauf. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr damit schon Erfahrung gemacht habt. Ich weiß, dass eine liebe Kollegin hier schon positiv darüber berichtet hat. Deswegen, ich werde das auf jeden Fall ausprobieren und euch dann berichten. Ja, generell lasst es mich mal in die Kommentare wissen, ob ihr regelmäßig von mir gerne jetzt DM-Reviews haben wollt. Also ich mache hier die Aufgebraucht-Videos, aber es sind ja natürlich nicht immer alle Sachen irgendwann leer, sondern einige Sachen halten Monate, Kosmetik hält Jahre. Und es wäre ja trotzdem vielleicht für euch mal ganz cool zu wissen, immer zwischenzeitlich, wie trage ich das Produkt, steht es mir oder steht es mir nicht, sortiere es aus, weil es stinkt. Also ne, da kann man ja dann einfach nochmal Video oder eine Videoreihe praktisch einführen, da hätte ich nämlich Bock drauf.
dass ich regelmäßige DM-Reviews für euch hochlade. Also falls ihr Bock drauf habt, schreibt es mir mal in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ich gucke mal, ob ich hier so eine Abstimmfunktion sonst machen kann. Ansonsten könnt ihr oben abstimmen, könnt ihr jetzt mal schauen. Ja, und ich würde sagen, ich freue mich, das jetzt endlich mal einräumen und ausprobieren zu können, denn das stand jetzt auch eine Weile rum. Es folgen jetzt dann die nächsten Male das Aufgebraucht-Video, denn ich habe so viel, also ich werde das auch splitten in Haushalt und Beauty-Produkte. Genau, und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht, genauso viel wie mir gerade. Denkt dran, falls ihr Bock habt auf diese tollen Ben und Anna Deos, meinen Code zu benutzen, Michelle10. Ich kriege dafür keine Provision irgendwie, aber das Unternehmen würde halt sehen, dass die Leute von meinem Kanal kommen, ne? Also dass wir unterstützen, auch dann das Plastik aus den Meeren zu sammeln. Und Ziel ist es von Ben und Anna, dass für jedes verkaufte Deo spenden sie ja, wie gesagt, an diese Organisation One Earth, One Ocean. Und wenn ihr da dort helft, ist es denen vielleicht irgendwann möglich, sich ihr eigenes Schiff zu kaufen und damit Plastik zu sammeln. Also das ist deren Ziel, deren Ambition und wir können da halt helfen. Und warum nicht denen auch was Gutes tun und uns gleichzeitig einfach unserem Körper wegen der Inhaltsstoffe. Ich finde es ganz toll. Ich werde die Deos jetzt auch weiter natürlich verwenden, aber erstmal das eine aufbrauchen, bevor ich das nächste anfange und dann euch auch bei gegebener Zeit dann auch noch mehr dazu erzählen oder nochmal mein Feedback zu geben. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann, wenn ihr Bock habt, in meinem nächsten Video. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.